Servus. Grüß dich. Hallo. Servus. Grüß dich, ich bin der Robert Meyer aus Solbach vom Hotel Tiroler Burm. Wir machen heute gemeinsam eine Bauernente mit Rotkraut und Servettenknödel. Kommst mit in die Küche, ich zeige euch, wie das geht. So, starten wir mal mit der frischen Bauernente. Nehmen wir mal die Flügel ab, mit Salz und Pfeffer reinkriegen. Reiten wir die Fülle zu, etwas Zwiebel, einen Apfel und eine Orange. So, jetzt würzen wir die Füllung mit Beifuß und Majoran und etwas Rosmarin. Unsere Füllung mischen und füllen dann damit unsere Bio-Ente. Als Geheimtipp, da wir Mineralwasserflaschen verkehrt einstecken, nachher trinken die Keulen von innen Temperatur. Somit kann ich die Garzeit von der Ente reduzieren. Gießen wir ca. 1 Liter Geflügelfond auf und jetzt haben wir die Ente 160 Grad, 1,5 Stunden ca. in den Ofen. Jetzt fangen wir an mit dem Rotkraut. Das haben wir schon in feine Streifen geschnitten. Dann geben wir die restlichen Zutaten dazu. Ein Rotwein, ein bisschen Orangensaft, ein paar Preiselbeeren da rein. Zimtstange geben wir noch dazu. Dann mischen wir es ein bisschen durch. Als nächstes fangen wir mit unseren Servettenknödel. Die werden nur aus den Zutaten zusammengestellt. Salz und Muskat. Extra fluffig werden sie, weil wir nur ein Dotter reingeben und einen Schlag obers. Und jetzt haben wir für knapp eine halbe Stunde im Wasser kochen lassen. Ist seit der Leiter jetzt noch. Man, wie das schon riecht. Ich persönlich lasse jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde ziehen. Die Ente schaut jetzt gut aus. Die holen wir jetzt aus dem Ofen raus. Und lösen es sauber aus. Schauen, dass wir das ganze Fleisch erwischen. Die Soße, die schaut gut aus. Die Servettenknödel noch in ein bisschen Gansenfett anbraten. Unsere Ente ist knusprig und heiß. Und richten es noch auf unser Heubett mit dem Rotkraut und die Knödel noch. Man, schaut das gut aus. Das Gericht ist fertig. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten Appetit.